dass sie einmal ausging, aber das ist schon ewig her. Die Alten erzählten, dass etwas Grauenhaftes passierte, aber darüber weiß ich nicht viel. Eine Flamme, die ewig brennt? Wow. Muss aber schon einer ziemlich oft mit Feuerholz dran sitzen. Okay, schauen wir mal, was noch hier ist. Noch eine kleine Hütte, dann ist da unten noch eine Tür. Dann folgen wir der Treppe. Hier ist nichts. Also da habe ich den ganzen Weg wieder runter. Alter Buga. Findest du? Hast du Nanaki hier zurückgebracht? Ja, danke. Komm, wie wär's mit unserem Originalcocktail Cosmo-Flamme? Ab und zu ein Gläschen ist bekömmlich, man entspannt sich etwas. Wenn man weiß, wann man aufhören muss. Ich will eins. Hallo, ich will ein Cosmo-Flämmchen. Dann nicht. Leck mich. Ah, da haben wir hier. Anscheinend auch nichts. Mal gucken. Hier ist eine Tür. Und hier bin ich auch irgendwo nirgendwo gelandet. Einfach nur ein altes, unaufgeräumtes Lagerhaus. Von denen es zig Millionen gibt. Die Wahrscheinlichkeit, eins zu finden, in dem wirklich irgendwas Brauchbares drin ist, 1 zu 1 Million liegt. Ja, vielleicht sind manchen nur so Trank oder so ein Kram, aber ich rede von den wirklich nützlichen Sachen wie richtig seltene starke Tränke oder sowas. Wo bist du ja? Hier war ich. Das ist meine Heimatstadt. Ich meine, das ist meine Heimatstadt. So. Schon zu dumm zum Lesen, ey. Meine Stammesbrüder waren die Beschützer derer, die diesen schönen Canyon und den Planeten zu schätzen wissen. Meine tapfere Mutter kämpfte und starb hier, aber mein feiger Vater verließ sie. Ich bin der Letzte meines Stammes. Feiger Vater? Ja, mein Vater war ein Taugenichts. Und daher habe ich die Mission, diesen Ort zu beschützen und von meinen Vorfahren übernommen. Hier endet meine Reise. Hey, Nanaki! Du bist wieder da! Ich komme, Opa. Opa? Das will ich jetzt mal sehen. Komm, wir machen Pause. Da gibt es noch einiges, was ich herausfinden will. Ja, lauft schon mal vor, Mädels. Lasst euch nicht aufhalten. Ich biete mir noch eine. Speicherpunkt. Ja, hallo. Jippadam. Speichern. Nein, hier wollte ich eigentlich nicht speichern. Sondern hier. So, dann mache ich mal einen kleinen Cut und es geht gleich weiter. Ja, weiter geht's. Willkommen. Die Leute in diesem Canyon hassen die Konkurrenz. Hier gibt es fast nur Reproduktion. Das ist schon okay. Einige kann man wirklich gebrauchen. Zeig mal, was du hast. Schmetterlingsklinge. Tigerzahn. Oh Gott, ich habe erst vor kurzem neue Waffen gekauft. Vulkanblaster. Prismenstab. Silberspange. Oh, Red ist weg. Windrad. Grünes Megafon. Und Silberarmband. 1, 2, 3, 4. Ja, brauchen wir 4 Stück von. Oh Gott, und schon wieder die Hälfte der Kohle weg. Auf jeden Fall verklaut eine dicke Knarre. Ich denke, Tiefer macht momentan genug Schaden. Aber Barrett könnte vielleicht eine gebrauchen. Tja, und ich bin pleite. Kann ich überhaupt was verkaufen? Tranki, Trank, Beruhigungsmittel, Goldene Nadel, Kriegsgong. Toll. Jetzt viel gebraucht.
Zelt brauche ich, Lasanus, wenn du Pokémon behalten, mal vielleicht mal X-Trank. Stellt HP wieder her. Aber halt ich auch. Shinra Spielzeugsoldaten im 12er-Pack, was ist das denn bitte? Bringt keine Kohle. Ein weißes Megafon. Bringt wenigstens einfach. Erdtrommel, Beben, 2 auf alle Gegner. Bringt nix. Okay, da muss ich die erstmal. Ach, egal. Nee, glaube ich noch eine schnell. Turtles Paradies Rundschreiben Nummer 4. Wir stellen ein. Gesucht. Eine Person, die der Langeweile stundenlang widerstehen kann. Einzelheiten fragen Sie im Gasthaus Turtle Paradise. Nein, danke. Okay, eine Waffe können wir uns noch leisten. Ey, die ganze Kohle ist weg. Die ist weg. Prismenstab, Windrad. Wer hat die? Wer ist am bedürftigsten? 32, 31. Gut, Aeris ist kein direkter Nahkampfcharakter. Also, Tifa. Genau, Tifa ist am bedürftigsten. Also, Tigerzahn. Red hat uns sozusagen verlassen. Was ich doch sehr schade finde, ich mochte ihn. Hallo? Alter Hago. Wo habe ich es nur hingelegt? Es muss hier irgendwo sein. Was suchst du denn? An Schelfen? Soll ich das jetzt durchsuchen? Ne, mach ich nicht. Also, such selber. Ich will hier gucken, wie ich weiterkomme. Da ist noch eine Tür. Sieht aus wie eine Tür. Hätte auch ein Raum sein können. Also die Wand vom Raum mit der so komisch. Aber nein. Hier geht's weiter. Ich schätze, wir müssen nach ganz oben. Dort scheint das Observatorium zu sein, von dem alle hier reden. Ja, ja, sieht aus, als müsste ich hier hin, aber. Ah, jetzt. Ist so irgendwie. Ja, ich sehe da den Boden nicht. Weiter geht's. So. Wer ist das? Die Tür geht nicht auf, weil Bogenhagen sie versiegelt hat. Wie hat das denn gemacht? Mit Superkleber? Ja klar, Superkleber, ey. Mit so einer maschinellen Tür. Obwohl, vielleicht gibt es so einen fetten Kleber, der das hinbekommt. Was haben wir hier? Eine Frau, die kocht. Hallo. Mensch, ich hab so viel zu tun. Ich brauche noch eine Hilfe, Mora. Mecker, mecker, mecker. Ich muss so viel tun. Ich hab die eben sauber gemacht. Verschwinde. Naja. Manchmal fühle ich mich in RPGs auch wie eine Putzfrau, ey. Ey, ich hab die Welt so eben gerettet. Wieso ist sie mit einer Gefahr? Moment mal. Das sieht doch geil aus. Ja, und was können wir hier machen? Ja, ich lasse mal die Leiter nach oben. Ich konnte da, glaube ich, nur den Ausblick genießen, aber sah doch super aus. Findet ihr nicht? Ich mag den Cosmo Canyon. Ich mag ihn jetzt schon. Und wir sind beim Observatorium. Das sieht doch hammer aus. Unexpected Zero Count. Ja. Was heißt das? Hallo Red. Cloud, das ist Buge, mein Großvater. Er ist ein Phänomen. Er weiß alles. Ohoho, ich habe gehört, dass du dich ein wenig um Nanaki gekümmert hast. Nanaki ist noch ein Kind, musst du wissen. Hör auf, Großvater. Ich bin 48. Das soll ein Kind sein? Hoho, Nanakis Stamm zeichnet sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit aus. Mit seinen 48 Jahren entspricht er also in etwa einem Menschen im Alter von 15 bis 16 Jahren. Was? 15 bis 16? Er ist ein stiller, tiefer Charakter. Du dachtest, er wäre erwachsen? Dachte ich auch, so wie er sich verhalten hat. Großvater, ich wäre so gerne erwachsen. Ich will erwachsen werden, damit ich dich und das Dorf beschützen kann. Nein, Nanaki, du kannst jetzt noch nicht auf eigenen Füßen stehen.
Es wäre irgendwann dein Ende. Sich nach dem Himmel strecken, gar der großen Stadt Midgar die Sterne stibitzen. Du kennst das, nicht wahr? Ein schlechtes Beispiel, wenn man zu viel nach oben sieht, verliert man die Perspektive. Er schwebt auf einer Kugel, wie es aussieht. Wenn die Welt erst im Sterben liegt, wirst du erkennen, dass du nicht das Geringste weißt. Im Sterben liegt? Oh ja, das kann morgen sein. Wieso hat die Musik aufgehört? Das gefällt mir jetzt. Der sagt wahrscheinlich jetzt irgendwie was Apokalyptisches. Das kann morgen sein oder in 100 Jahren. Aber es ist nicht mehr lange hin. Woher weißt du das? Ich kann...